So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Betrayals of Cold Steel. Was? Im letzten Part haben wir, ich weiß, Reen, danke, die Vorbereitung für das Festival soweit abgeschlossen, haben vor allem sehr viel geprobt und die Outfits das erste Mal anprobiert und die sind doch schon recht hübsch, finde ich persönlich jetzt so. Und ja, ich würde sagen, heute fangen wir mit dem Festival an. Also wir gehen jetzt mal schlafen und werden sehen, was passiert, aber ich denke mal, wir werden dann heute das Festival beginnen. Ja. Und vielleicht können wir ja mal wirklich Spaß haben. Wie wär's denn mal damit? 22 Uhr. Am selben Tag noch. Reen kann wohl nicht schlafen. I'm beat. My brain's awake, but my body is exhausted. I guess at least a good night's rest will take care of the fatigue. At this point, all I can do is just put everything I've got into the concert. Huh, wasn't there a music program that runs around this time? I could use something to wind down. Und vor allem hat Misty uns ja auch gesagt, wir sollen mal das Radio anmachen, oder? I don't feel like reading, and there's not much else going on this late on a Friday night. Guess I'll just relax till bedtime. Aber anscheinend läuft gerade echt nur Musik. I know I'll be showing Elise around on the second day of the festival. So the only day I'll be roaming around on my own is tomorrow. Ja, aber bitte, ein bisschen Freizeit für mich. If I get the chance, maybe I should meet up with some of the others to see what all of the other classes are doing. Das wäre mal eine Idee. Aha, die Musik hört auf. Testing, testing. 1, 2, 3. Das ist definitiv Misty. Wait, we're already live? Hey, isn't this Misty? To bring you this special news bulletin. This afternoon, Crossbell State issued a declaration of independence. Oh well, das kam. Naja, nicht plötzlich. Ich meine, wir haben ja schon öfter davon gehört, dass sowas in Planung ist, mehr oder weniger, aber ja, nett. This declaration was issued by the state government based on a recent referendum and carries no legal authority whatsoever. The Imperial Government has issued an official statement that they refuse to accept the declaration as valid. And the President of the Calvard Republic, which also claims authority over the state, has made a similar statement. In spite of this, Crossbell's Mercroyes has declared that the country will act as an independent state going forward, as well as announced the establishment of the Crossbell Defense Force, raising tensions both at home and abroad. Wow. Final Chapter put to the test. Ja, wie gesagt, ist auf jeden Fall das letzte Kapitel. Das ist dann wohl der Craxit. Ja, der erste Tag des Festivals. Visitors. Thank you very much for your patience. Without further ado, I hereby declare the 127th Thor's Military Academy Festival open. Enjoy yourselves today and have a wonderful time. Wo bist du überhaupt, Tower? Oder redest du von innerhalb der Schule? Weil sonst wäre ich jetzt gerade ein bisschen verwirrt, glaube ich. Aber ja, Festivalzeit! Los, Reen, hab mal Spaß in deinem Leben! Es muss nicht immer alles nur um Requests gehen in deinem Leben, glaube ich. Wäre jedenfalls ganz nett. Aber da es ja noch einen zweiten Tag gibt, denke ich mal, dass erst morgen dann alles den Bach runtergeht. Denn das wird es definitiv nur. Am besten bitte nicht am ersten Tag. Anyway, our big moment isn't until tomorrow afternoon. So the best thing we can do today is simply enjoy the festivities and try not to think about the concert. I've been trying not to. I'm sorry. Well, I'm sure some of us have club obligations to attend to today, so perhaps we should each just do our own thing. So it would be a good idea to meet in the auditorium at the end of the day to check all of our equipment for tomorrow. Yeah, I need to find out when our orbital instruments are going to be taken in. And we'll need to do a little bit of tuning at the very least. That sounds fine.
A musician has to keep her instrument in top condition, just like a warrior does her weapon. Huh, I'm surprised everyone's so calm. Especially considering the big news from Crossbell yesterday. Ja, habe ich mich auch schon gewundert, dass es nachdem diese kleine Sequenz kam, dann plötzlich aber direkt das Festival losging. Aber ja, hat gerade anscheinend nicht Priorität für uns. Ich meine, hat auch nicht so viel mit uns zu tun jetzt gerade erstmal. Erstmal halt zumindest. Is that Declaration of Independence? It certainly grounds for concern, but at this point I don't think the reality of it has sunk in for me yet. Honestly, I can't see the new Crossbell Defense Force as much of a force to be reckoned with either. I say let them talk. Talk is cheap after all. Pride and independence are things one acquires through hard work. A verbal declaration holds a little weight on its own, especially if they end up reneging on it soon after. Huh, that's certainly true. Crossbell will still be there in 2 days, but right now, we've got a festival to focus on. We've got people here from all over the country, and we owe it to them to show them a good time. With all the uncertainty in the world lately, there's all the more reason to try and help people forget their troubles. Especially since our families will be coming to visit tomorrow. Ah, you just had to remind me of that. Ja, wundervoll. Ich freue mich schon, deine Mutter wieder zu treffen. I don't think we are any exception. We should all take this chance to kick back and have a good time. We've earned it. Ja, das haben wir auf jeden Fall. Vor allem Rean. Warte mal, stand da gerade irgendwas an Pflicht? Oh Gott, nein. Rean, nein, tu das nicht! You really don't have to help us out today, you know? Ja, sehe ich auch so, Toa. This is your first Academy Festival. You should be out there having fun with your friends. Oh, don't worry, I fully intend on enjoying myself. Also, doesn't mean I can't help out in my free time. Halt die Fresse, Rean! You're not exactly convincing me. I know. Here, take these. Some kind of special tickets? These are the tickets the student council is issuing to all our visitors. You spend some to visit the festival attractions. Some places might even give special perks to the ticket holders. And you're going to use them all by the end of the day. That's a mandate from the president. What? Well, it sounds like if I don't order you to have fun, you just work yourself through the entire festival. Danke, Toa! Endlich machst du mal was Gutes! Ich meine, ich habe ja nichts gegen dich persönlich, aber ich verbinde dich halt schon irgendwie mit Arbeit. Danke dafür. Besides, it's our first time trying the whole admission ticket system, so I'd like to know how well it's working. One ticket is good for two people, so go try a bunch of different activities and see what they'll get you, okay? Sure thing. There's no debating with her once she's made up her mind, is there? Thanks, Toa. You're welcome, and remember, have fun out there, ja. So zur Abwechslung mal, Rean. Wir kriegen aber trotzdem eine Quest dafür. Student Council Band. Nett. Und 6 Festival-Tickets, das heißt, wir können 6 Sachen machen. You can invite your classmates in some other friendly faces from school to enjoy the festival's many attractions with you. Also, hoffentlich auch Sarah, davon gehe ich jetzt einfach mal aus. Visiting an attraction will use up one festival ticket. After you've used up all 6, the main story will advance. Okay. Na dann, haben wir mal Spaß. Wie gesagt, es fängt übrigens gerade an zu regnen. Ich hoffe, man hört es nicht, aber ich entschuldige mich einfach trotzdem. Denn es regnet heute den ganzen Tag. Ich habe so ewig schon gewartet, dass es aufhört zu regnen. Es hat jetzt aufgehört zu regnen. Was fängt wieder an. Und ich hasse es. Aber, okay. Oh Gott, was sollen wir tun? Ich weiß gar nicht, was wir tun können, um ganz ehrlich zu sein. Ich meine, ich weiß ja, dass wir hier irgendwie zum Beispiel unsere Zukunft vorhersagen lassen konnten. Okay, wir können das hier nicht lesen anscheinend, oder? Naja, nicht so wirklich, nö. Aber wir können hier unsere Zukunft anscheinend vorhersehen lassen, vielleicht. Und das will ich gerne tun. Wenn ich richtig liege und das wirklich möglich ist und ich dafür auch wirklich ein Ticket benutzen muss und so. Und das halt wirklich eine von den Attraktionen ist, so. Das war hier ganz hinten, ne? Was macht ihr überhaupt? Now that I think about it, I rarely go up to this floor of the building. Ah, photo exhibition. This seems interesting. Das ist ja so wie das, was ich mache, nur dass es schneller geht. Ah, the only noteworthy thing here seems to be the photo exhibition. After all, I've no interest in fortune telling. Looks like he's trying to avoid the chess club. Ach ja, den gibt's auch nicht. Warte, wo war denn das? Nee, das ist der Imperial Fishing Club.
Das ist der Literature Club, stimmt, ich erinnere mich, aber hier ist gerade niemand. Aber die haben ja auf jeden Fall auch irgendwas vorbereitet, also machen das halt woanders. Aber Maki ist doch gar nicht hier. Okay. Na, ich gehe jetzt einfach hier rein. Ich will meine Zukunft fragen. Aha, hi. Ich unterbreche euch jetzt einfach. Ist mir egal, was ihr hier gerade macht. Haha, I can see everything. But for you, I see a terrible fate. I'm afraid you have been cursed. Cursed? Make sure to leave a dish of water by your window when you sleep. If you do, no harm will befall you. Ach ja, na dann. Und du wartest ja auch noch. Apparently you can get your fortune told here. I wonder how accurate it is. I guess it doesn't really matter, does it? Fortunes are always fun. Aber es scheint so, als könnte ich hier doch nichts tun. Okay, ich werde meine Zukunft also nicht vorhersehen lassen. Schade, ich wollte gerne herausfinden, ob ich mit Sarah zusammen sein werde, aber anscheinend werde ich das nicht erfahren. Aber hier kann ich mir Fotos angucken. Aha, da ist eine Laterne. Und da ist... Ich bin mir nicht so sicher. Ganz ehrlich gesagt, ich kann es auch kaum lesen, was da drunter steht. Das ist ja irgendwie blöd, ne? Das ist auf jeden Fall ein Twister, das sehe ich auf jeden Fall. Ich weiß halt nicht, ob das Twister ist. Ich erkenne es nicht so genau. Da ist ein Zug. Und das ist auf keinen Fall Twister. Oder doch? Ich habe eigentlich keine Ahnung. Das ist auf jeden Fall Twister. Glaube ich. Das ist auch auf jeden Fall Twister. Das ist unser Schulplatz. Das ist das Schwimmbad. Okay, ich glaube, das ist alles Twister. Nur ich erkenne es alles nicht. This appears to be a dark room for developing photographs. Super. Aber ich weiß noch nicht, wo ich meine Tickets gegen die Wand werfen soll. Wer will meine Tickets haben? Warum ist Maki jetzt nicht da? Er will anscheinend keine Tickets haben dafür, dass ich mit ihm Schach spiele. Ich würde gerne gegen ihn Schach spielen. Aber daraus wird wohl nichts. Gut, anscheinend gibt es hier einfach gar nichts. Also nichts, wofür ich jedenfalls Tickets verwenden kann. Wahrscheinlich gibt es genau 6 Sachen. Wäre jetzt jedenfalls geraten. Weil, würde irgendwie Sinn ergeben, ne? Naja. Kann ich jetzt weitergehen oder warum steht das da? Oder ist hier hinter gar nichts mehr? Könnte es das sein? Ich meine, hier sind noch nicht so viele Menschen, aber... Ach so, hier hinten ist abgesperrt an sich. Okay, aber ich kann trotzdem die Abkürzung nehmen. Das ist nett. Hi, meine beiden Lieblinge. You're treating people? What are you after? You wound me, Fee. Such a mean accusation into someone who's always treated you with the warmest affection. Who was this helpless angel who saw your talent and enrolled you in the academy? I think her name started with an S. I tried to forget. Oh, your comebacks have something to them now. Progress. Ach ja. The cell out front's pretty good. You should get something from it. Ja, da bin ich schon dran vorbeigerannt, aber ich gehe mal dahin zurück irgendwann. Oder meinst du den? Ich meine, das ist auch eigentlich dein Club hier, ne? Nö, kann ich. Also, hier kann ich auf jeden Fall auch was kaufen. Ja. Tomaten vor allem. Warum sind Tomaten das teuerste? Ha? Ha? Ich weiß es nicht. Aber ich möchte keine Tomaten kaufen. Definitiv nicht. Warte, hier kann ich auf jeden Fall was drin machen. Hier kann ich das komische Mischi-Spiel spielen. Das mache ich jetzt. Los geht's. So. Hey. Haha. Welcome to Mischi Panic. Your goal is to smack as many targets as humanly possible. Should you beat the high score, you will receive a fantastic prize. Who should I invite? Ja, ich kann auch Tower und Sarah. Ja, Crow konnte ich auch beim letzten Mal, glaube ich, schon einladen, oder? Weiß ich nicht, aber diesmal jedenfalls auch Sarah und Tower. Also, das Ding ist, ich hoffe halt, dass ich den Rang mit Sarah noch maximieren kann hier. Insgesamt. Auf der anderen Seite weiß ich auch nicht, wie viel ich noch brauche dafür. Das heißt, an sich würde ich jetzt gerne erstmal alles mit Sarah machen. Aber eigentlich würde ich bei Mischi Panic, wenn ich nicht unbedingt mit Sarah das machen muss, das eher mit Laura machen, weil... Machen wir es auch mal mit Sarah. Los. Wir machen jetzt einfach alles mit Sarah. Es tut mir sehr leid, wenn wir heute alles mit Sarah machen. Ich weiß, ihr seid ein bisschen enttäuscht vielleicht, aber das ist okay. Ich werde meinen Spaß haben. So I just grabbed this and beat the living daylights out of anything that pops up, right? Haha, that's about the long and short of it. Hit things, rack up points. If you can top the target score, you'll win a Mischi plush. This looks pretty fun. Maybe you should really let loose and try for a perfect score. I don't doubt you could do it, but the booth needs to still be intact when you're done. That said, would you mind if I took the first round? That's fine with me. So you're planning to win the prize,
then gently present it to your fans, Director. Is that it? Huh. You just have to hope I win, so you can find out. Well then, roll up those sleeves and give it everything you've got. We'll see what kind of prize you can take home. Haha, get ready then. Start smashing! Okay, wie funktioniert das? Instructions. If you see Evil Mishi, smack him for points. Don't smack anyone else though, or you'll lose points. Okay. Womit der mit X? Ja, wahrscheinlich mit X ist der die normale Angriffstaste. Evil Mishi. Evil Mishi. Nicht Evil Mishi, aber Evil Mishi. Okay, bisher geht's noch, aber ich denke, es wird noch schneller. Könnte ich mir jedenfalls gut vorstellen. Kann ich hier sprinten? Nein, ich glaube nicht. Jedenfalls wirkt es gerade nicht so. Bisher geht's aber echt noch. Aber jetzt gerade kamen auch schon neue dazu, die sehr schnell verschwunden sind wieder. Und die auch schon eher von der Farbe her wie die Bösen aussehen. Oh Gott. Okay, ich habe bisher alle bekommen. Ich habe auch, glaube ich, schon das Ziel längst erreicht, ne? Ja, dann war es halt echt nicht so schwer jetzt, ne? Würde ich mal behaupten. Gott. Fuck. Egal. Ich habe das Ziel mehr als erreicht. Gegen Ende wird schwer, aber da hatte ich schon längst den Betrag erreicht, den ich brauche. The Mean Rean Machine Strikes Again. Ist auf, das zu sagen. Im ersten Mal hast du dich noch drüber beschwert. Oh, nicely done. Here you go, just as promised. Ja, gut so. Such a gentleman. You did look pretty cool up there, working away like a crazy man. How about a little kiss as a reward for my hero of the day? Ja, ja. Come on, don't tease me like that. Yeah, yeah. I mean, I did pretty well, but you really did get a perfect score. You've only got yourself to blame for that. When I saw your score, I got all fired up and knew I just had to beat it. That's so like you. Glad you're learning. As for me, I'll take good care of Mishi here. Thanks for asking me to hang out. I had a great time. Ta-ta. See you later. Ja. Ich werde dich noch 5 weitere Male einladen. Außer, es geht recht schnell voran. Mal sehen. Aber ich glaube, es wird noch ein bisschen dauern, bis ich das komplett voll habe. Aber ich kann anscheinend auch dasselbe mehrmals machen, was ich natürlich nicht werde. Aber theoretisch könnte ich es. Wahrscheinlich sollte ich aber auch vor den ganzen Minispielen vielleicht mal speichern, weil vielleicht wären davon noch einige schwerer. Und wenn ich die nicht beim ersten Mal so schaffe, wäre das ein bisschen blöd. Wahrscheinlich. Naja. Wahrscheinlich ist es auch nicht so relevant natürlich, aber was würde ich denn machen, wenn ich Sarah jetzt keine Mischi schenken hätte können? Das wäre fatal gewesen. Ach, ich hab's auch auf der Karte markiert, wo alles was ist. Hier gibt's also auf jeden Fall noch was. Hey, Elisa! At this point, horse riding just reminds me of a field study in the North Highlands. Ja, mich auch. Hey Emma, what would you say to riding together again? That certainly sounds fun, but wouldn't that put us at a disadvantage? That's no problem. Having a good time is way more important than winning here. Das ist vollkommen richtig. Das ist eine gute Einstellung, weißt du. Hier gibt's also anscheinend Pferderennen. Na dann, probieren wir es doch mal. Welcome to Super Stallion. Not only can you take your first horse right here, but you can try your luck in a thrilling time attack. Ja, ja, ich hab schon mal ein Pferd geritten. Perhaps you'll be able to set a time so incredible that it impresses even me. Who should I invite? Natürlich, Instructor Sarah. I'm kind of amazed that they managed to set up a real race course like this on the academy field. That makes two of us. Looks like the second years haven't checked out of the academy just yet. This event is a time attack that takes you through our specially prepared race course. Your mission is to complete a specified number of laps as quickly as possible, avoiding obstacles all the while. Beat the target time and you'll find yourself the proud owner of a fabulous prize. Now then, which one of you will take the exciting challenge? This one's all mine. That's awfully confident of you. I had no idea you were good with horses. I had to learn back in the day for one of the requests the guild sent me on. It was so much fun that I was a horse riding fiend before I knew it. You never know when stuff like that'll be handy. Wow, you're full of surprises, huh? But I still might want to reconsider if you've had a few already. Hey, I haven't had a single drink. Yet. Ja, wird wohl auch nicht mehr lange so bleiben, nicht wahr? And even if I had, I'm such a good rider, it'd bring tears to your eye.
If you will, please make your way over to the starting line. On your mark, get set, go. Sie ist noch nicht mal auf dem Pferd. Mensch. Warte, ich darf Sarah spielen? Okay, Instructions bitte. Aha. 2.5 laps around the course. Do so within the target time. Okay. Pick up flags for time bonuses. Be careful though, as bumping into the hurdles will lead to penalties. Okay. Probieren wir das mal. Und diese Flaggen hier kann ich einsammeln oder wie? Okay, cool. Die Kamera muss ich aber selbst drehen, so ein Mist. Aber okay, passt schon. Oh Gott. Oh Gott, nein. Oh Gott, ja. Mit dem Dash ist es doch ein bisschen schwer, schon um die Kurven hier zu kommen. Ja, ja, nein. Nein, okay, Gott. Ich hab verkackt. Ich hab so hart verkackt jetzt schon, ja. Mhm. Nee, krieg ich nicht mehr hin, glaube ich. Nee, 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 fuck. Das war ein bisschen peinlich. Okay, ich hätte einfach nicht dashen sollen, glaube ich. Hätte ich nicht gedasht, hätte ich es wahrscheinlich sogar geschafft. Kann ich das nochmal versuchen oder nicht? Nein, ich glaube nicht, schade. Unfortunately, it seems you were not able to beat the target time. Well, so much for that. You did well enough to impress me, I tell you that much. Likewise, you graced us with a splendid performance. I could feel that you and your horse truly became one as you ran. Please, accept my words of praise. For your brave attempt. For your brave attempt. I'll take him. Now that you've galloped around the course, you may wish to make your way to the trial corner to unwind. Whether racing or relaxing, I want you both to experience how delightful the world of horse riding can be. Then they moved on to the trial corner to spend some time with the horses until they decided to go their separate ways. That was a real workout. Maybe I should go horse riding more often to keep myself sharp. Ja, dann würdest du es auch vielleicht mal schaffen. Ich meine, das war schon echt peinlich gerade. Oh Gott, das war echt scheiße. Thanks for the invite. I'm sure I'll catch you later. Definitely. See you. Die Zeit war halt eigentlich echt nicht schlecht, schwer zu erreichen. Nur, ich habe halt gedasht. Und dadurch hatte ich überhaupt keine Kontrolle mehr übers Pferd irgendwie. Oh, it's afternoon already? Time flies when you're keeping busy. The number of visitors is probably at its peak right now. So I should keep an eye out for the crowds. Maybe I should grab something to eat from one of the food stalls. Ja, ja, uns wurde ja schon der am Eingang empfohlen, nicht wahr? Von Fee. Wenn sie das meinte, aber ich glaube, das meinte sie. Was anderes würde ich darunter jetzt gerade nicht verstehen. Haben sich jetzt echt die Besucher verändert? Also Lisa und Emma sind ja auf jeden Fall weg. Also scheint es, als hätten sich die Besucher echt verändert. Ha, krass. Dabei habe ich doch jetzt schon nicht mit den ganzen Leuten geredet. Mit dir kann ich Ballons holen. Everywhere you look at this festival, there's some noble or company bigwig. I guess it makes sense for a place like those to draw so many VIP guests, though. Ich will Ballons kaufen. Ich will keine Ballons von dir. Okay, fick dich. So, was gibt's hier? Crow sitzt hier. Crow, you dummy, get out of my chair. There are places you can go if you need a rest, but this isn't one of them. My bad, I only took this spot because all of the benches were taken. So wie die hinter dir direkt. Okay. But wait just a minute, Toa. Do my eyes deceive me? Could it be? You haven't even eaten yet, have you? Don't you worry, my dear friend. I'll act as president in your stead while you get some food in that starved body of yours. Huh? But there's still so much work left to do. Ja, ja, ich muss auch noch viel arbeiten. Und warum ist Sarah jetzt hier? I just got back from making the rounds with Toa. That means it's finally lunchtime. But the real refreshment is this beer I smuggled in with me. Okay, die Frage ist, also das ist eine ernsthafte Frage. Wenn ich das mit dem Pferderennen jetzt mit ihr gemacht hätte, wäre der Dialog dann anders verlaufen, weil dann hätte sie ja eigentlich sagen müssen, dass sie schon was getrunken hätte. Ha, ich glaube nicht, dass das echt geändert worden wäre, wäre aber echt krass gewesen. Und ich würde das jetzt gerade echt gerne wissen, aber wir werden es wohl nie erfahren, wir werden es wohl nie erfahren. So, bei dir kann ich jetzt aber was kaufen, oder? I cannot believe this. Why now? Here you, good timing. I'm almost out of ingredients here, cause everybody just cannot get enough of my grub. Can you do me a favor and go get me some? Sure, I'll see what I can do, but what's the tips and skills in your sales competition with Hugo? I know, brother. Hugo's fine way it. I cannot ditch his stealth. Hey, Randy. Oh my god, hör auf so zu reden! Please, mate, I need 10 packs of course. Rock, Salt, Quick. Got it. Super, ich wollte keine Quest haben.
Habe ich das schon? Weiß ich nicht. Aber anscheinend schon. Hier ist ihr Salt. Anscheinend hatte ich das schon, okay. Cheers. Now I can give that wee Hugo a brass neck. Can you believe that wee Bam? He's the same age as me, but he's head of the sales department at some massive corporation. How cheek is that? Ah, sorry mate, Danke dafür. Danke dafür. Danke dafür. Haha, thanks for these. Hey, brother. And she's helping out. Ja, ja, bla bla. Kann ich jetzt noch hier was kaufen, theoretisch, oder nicht? Kann ich auf jeden Fall, okay. Dasselbe, was ich gerade bekommen habe, okay. Nett. Einmal dein gesamtes Angebot geschenkt bekommen. Und bei dir kann ich auch Essen kaufen. Davon ging ich aus. Und Heilung, ja, ja. Brauche ich aber nicht. Schön, dass wir noch eine Quest erledigen konnten. War sehr interessant, die Quest. Aha. Wir gehen jetzt rein. Hier sollte es auf jeden Fall noch mehr geben. Ja, noch zwei Sachen auf dieser Etage alleine. Dann gucken wir doch mal. Stella Garten. Welcome to Class 2 Stella Garten. If you've ever wanted to walk through a beautiful garden underneath a blanket of stars, here's the place to do so. It's been specifically designed for pairs, so make sure to choose a special someone before you come inside. Ich weiß wen. Ich frage ihn, werde. Ganz zufällig. Auch wenn es schon etwas seltsam ist vielleicht, aber hey. Passt schon. Wird dir schon nicht auffallen. Boah. Mir fällt fast nicht auf, dass es nur eine Wand ist, die aussieht wie ein Sternenhimmel. It's these days and the fancy indoor gardens. It's beautiful. This place is every bit as grand as its name would suggest. I suppose that's what I should expect from upper-class students, though. They certainly weren't sheepish about covering the ceiling with stars. But apparently the real show starts when you turn on the machine they've set up farther in. Think we should head in deeper? Alrighty, let's get moving. Dann gehen wir mal. Wow, sie folgt mir sogar. Das gab es im gesamten Spiel doch gar nicht, oder? Oder vergesse ich gerade irgendwas? Aber ich glaube, es gab noch keine einzige Sequenz, wo man einen anderen Charakter gesehen hat, der einem hinterherläuft. Warum gab es das in den normalen Gebieten nicht? Ich weiß es nicht, aber ich finde es gerade sehr schön. Naja, gehen wir mal weiter rein. Wie wir es ja sowieso vorhatten. Ist jedenfalls sehr schön hier. Auch wenn es halt nur eine Wand ist. Und man es halt schon sieht, wenn man davor steht. Wobei ich mich ja frage, wie das möglich sein soll, weil ich meine, wie sollen hier Lichter ankommen, wenn da, obwohl, da drin steht ja wahrscheinlich keine Maschine, oder? Vielleicht wird das auch von der anderen Seite aus angeleuchtet oder so, obwohl dahinter ist direkt die Wand, ne? Das ergibt keinen Sinn, nein, das kann nicht so beleuchtet werden. Sehr unrealistisch, 3 von 10. Das kann nicht dahin beleuchten, das ergibt keinen Sinn. Oder ist diese Maschine doch gar nicht an? Seems like we've reached the end. Do you think that's the machine you mentioned? Ha, we'll find out if we turn it on. Okay, here goes nothing. Okay, dann war die Maschine vorher noch gar nicht an. Dann frage ich mich aber erst recht, wie die Sterne schon vorher da waren teilweise. Auch wenn sie jetzt halt nochmal wesentlich hübscher aussieht. Nett. Sehr nett. Wow, this is something else. I don't even have the words. I'm kind of impressed by how much work they put into making a realistic starry sky. Almost makes me want to crack open a few beers and start stargazing. Du hast doch schon Bier getrunken, Mensch. I'll rose lead to alcohol for you, don't say. Ja, ja. I hate to say it, but you're kind of killing the ambience. Oh, and just what kind of ambience am I killing here? Just what did you think would happen when you get a beautiful young woman like me into a place like this? Weiß ich auch nicht. Nothing in particular. Ja, mal im Ernst, Reen. Erklär's mir. Warum hast du sie mitgebracht? Besides, it's not like anything could happen with all these other people around. Oh, well, perhaps we should take this somewhere a little more private. You're just trying to mess with me now, aren't you?
You got me. But I can't help it. You've got to stop being so fun to tease. Ah, sure, blame the victim. It's the only time you even bother on acting mature is when you're faking someone out. What do you mean, the only time? I'm so mature and reliable. I'm reliably mature. Yeah. Nine. Right. You're the kind of woman who is mature enough to shove all of her work onto students like me and Toa. And you are reliable. We can rely on you to spend your days off drinking till you're three sheets to the wind. It makes sense that the vice principal is always going to berserk on you. Ah, if all of that wasn't so true, I'd almost be offended. Still, even so, it doesn't seem that way. I've always got your back. Ja, das ist eigentlich schon wahr. We know. How could we not? You're always there to lend us a hand when it really counts. That's why Toa and I are always putting up with your unreasonable demands. We know you care about us, and we feel the same. You set me up for that, didn't you? When did this happen? I'm the one who's supposed to tease you, not the other way around. Now we even. That said, everything I mentioned is true, so if it makes you think a little about your life choices, all the better. You're more sadistic than I thought you were. Jeez. How'd I wind up with such a troublemaker in my class? I learned from the best. Huh, that was nicer than I expected. They really brought their A-game with the decorations. Thanks for inviting me. It was good to have a little one-on-one time with you. Catch you later. Sounds good. Wird nicht mehr lange dauern, ich muss nur so zwei Türen, glaube ich, weiterrennen, da ist schon das nächste rote Ausrufezeichen. Wobei wir auch bald auf Stufe 5 sind. Und dann könnte ich ja theoretisch auch Zeit mit anderen Menschen verbringen. So prinzipiell, was ist hier noch? Das Tea House, okay. Welcome to Class 4's Eastern Tea House Miyabi. Surround yourself in an exotic Eastern atmosphere. It's a try our delicious tea and balance it with our sweets. Please come in and relax for a while. Who should I invite? Natürlich Instructor Sarah, wer hätte es erwartet, nicht wahr? Ich weiß, ich stecke voller Überraschung, was meine Auswahlmöglichkeiten hier gerade angeht. Ein weiteres romantisches Date für uns auf jeden Fall hier, hoffe ich. They really went the whole nine arch with the whole Eastern vibe. Have any of these kids even been to the East? It's got a certain charm to it, though. This might be a good place to kick back for a little while. Looks like they've got sweets on the menu, and green tea, which I guess you'd expect. Anyway, how about we grab a seat? Good idea. Ah, this takes me back to when I was a bracer. The days of high adventure. I remember visiting the Eastern Quarter in Calvert at one point. You've been to Calvert? I guess bracers do get plenty of opportunities to travel, huh? It depends on what kind of work you're doing, really. But hey, these sweets aren't half bad. It's just a shame I can't wash them down with a frosty mug of beer. Aber Tee ist auch ganz nett, auch wenn da kein Alkohol drin ist, glaube ich. This is an academy festival. Could you imagine half student body getting as sloshed as you? It'd be a madhouse. Come to think of it, do alcohol and sweets even taste good together? You might be surprised to know they do. They even sell chocolates with whiskey in them. Perfect treat for all occasions. Notice that you mention it. Think I've heard of those before. Guess I know what to get you at the end of the year as a thank you gift. Am Ende des Jahres, meinst du wohl zu Valentinstag? So I guess if you want a good pairing with Eastern sweets, you need a good jug of Eastern booze. Just talking about it is making me more hard up for a drink by the minute. Maybe I should go back to the dorms and grab a couple bottles from a private stash. Why am I not surprised you have one? Das weißt du doch schon lange, Mensch. It's fortune time, if you're sober enough. Ja, das sind wir. Auch wenn Sarah nicht sehr glücklich darüber ist. Warte mal, also kriegen wir hier jetzt unsere Zukunft vorhergesagt, oder was? What my sister's trying to say is, we're sorry to intrude you on your conversation, but would you like to draw a fortune? Draw a fortune? Isn't that... If we were about to say part of Eastern culture, you nailed it. You pray to the goddess and she tells you your fortune. It's a special bonus service we're offering to those of you
Who used your precious ticket to come in here? Fortune, sir? That sounds like fun. Yeah, it does. How about it, instructor? You feeling lucky today? Now then, please choose which kind of fortune we'd like to draw. My fortunes are luck-related, hinting at the things your future has in store. And mine are about relationships. Ah, telling you all about who's gonna set off your fireworks. Roar! Which, yeah, ich weiß genau, was ich nehme. Oh, relationship, is it? Is your heart alight with an unquenchable lust that meek schoolgirls just can't satisfy? Das ist vollkommen richtig. I'm just curious what I get. Alright then, that makes two of us. Come on, show me. Sarah brings all the classy, middle-aged dandies to the yard. Hope springs eternal. Drum when you're ready. Alright, let's see the future, Mrs. Schwarza. You're drawn to those with an adult allure and charm. Was für ein Zufall. Strive to improve yourself so that you are a fitting partner for them. Okay, let's see what I got. You're surprisingly compatible with those who are the opposite of your usual type. Sometimes it is best to broaden one's horizons. Ja, probier mal ein paar Leute aus, die nicht unbedingt Alkohol trinken. Und vielleicht ein bisschen jünger sind. Wie wär's damit? Oh, looks like I got a pretty interesting result. Haha, certainly seems that way. An adult allure, huh? Why, Irene, I never knew that deep in my star pupil's heart burns a desire for higher education. I'm touched, really, I am, but Alice, debonair, middle-aged men are more my type. Ja, ja, aber das stand gerade, du sollst mal Leute ausprobieren, die nicht unbedingt dein eigentlicher Typ sind, weißt du? So wie Irene. So I suppose young guys like you have your own sort of appeal. Who knows? Maybe we'd make some sparks after all. An adult allure and charm, you... Hey, you could at least try to mask your skepticism. Honestly, do you even have eyes in your head? Any man would jump at a chance with such a great A-woman. Vollkommen richtig. When you dish out the heat as much as you do, you've gotta take it sometimes. Seems like just the other day we were talking about how attractive she is. At least until she opens her mouth. Nein, auch danach noch meine Fresse. Honestly, I'm surprised she's still single. I wonder why. Weil du deine Fresse nicht aufkriegst. What's the matter? Kate got your tongue? Or were you hoping I would? Boom! Sarah the Heartbreaker strikes again, leaving fresh tears in her wake. Ich hasse dich. Yeah, it's gotta be the personality. Wait, why do you look like you just had some sort of revelation? Weil es wohl leider so ist. Finishing up the tea in colorful discussion, they tied their fortunes with the others at the side of the room. And after offering a prayer for good fortune together, they left the classroom. Ich bin enttäuscht, dass wir keine Kekse bekommen haben, wo die Zettel drin waren. Naja, was soll's. Man kann ja nicht alles haben. Und hier ist die östliche Kultur, wo noch ein bisschen was anderes, ne? I haven't had a chance to kick back and relax in a while. Also außer vor 5 Minuten und vor 10 Minuten und vor 15 Minuten ungefähr. Don't tell anyone, but there might just be a place in my heart for a non-alcoholic beverage every so often. Ja, ja. Well, now that that's off my chest, I'll see you later. Most teachers wouldn't be ashamed of that. Ja, wohl wahr. Aber Instructor Sarah ist schon ein bisschen besonders. Und jetzt sind wir mit auf Level 5, das heißt, die anderen beiden Events werde ich wohl mit anderen Leuten verbringen. Tatsächlich. Ich wollte nur gerne noch den Bond maximieren, bevor wir das Spiel durchhaben. Und hier geht's gar nicht mehr weiter. Okay. Na dann gucken wir uns mal noch auf der anderen Seite um, wobei da auch abgesperrt ist, aber die Treppe geht's hoch, okay. Dann wird hier wohl noch irgendwas sein. Weil sonst wüsste ich auch langsam nicht mehr, wo noch etwas sein könnte. Jo, eine Sache gibt's hier noch. Und dann fehlt mir immer noch eine. Und das gibt wirklich nur 5 und ich soll irgendwas zweimal machen, aber irgendwie kann ich mir das eigentlich nicht vorstellen. Ha. Welcome to Class 3's Gate of Avalon. Here you can immerse yourself within the walls of a great castle from days gone. Buy and play Blade in style, oh super. Players who work their way up through the ranks and defeat the Blade Master will be rewarded with a fabulous prize. Who should I invite? Ja, Sarah haben wir jetzt ja maximiert, also... Ich nehme am besten mal Crow mit, ne? Ich denke, der freut sich. Jetzt haben wir noch Zeit für ein paar andere Leute, also für 2 andere Leute zumindest.
Sieht ja auf jeden Fall schick hier aus. Aber ob ich eine Chance im Blade habe, vor allem gegen Crow, ha. He looks like this place is raking in the visitors. Not bad, not bad. Ha, I guess I listened to old Uncle Crow's sage advice after all. Are there any attractions at this festival you didn't have a hand in? Anyway, we're supposed to be able to challenge the so-called Blade Master here, aren't we? That's right, no sign of him at the moment though. Guess we'll just have to play a few games ourselves to pass the time. As long as you don't bet on them, sure. Du kennst doch Crow. Okay, let's do this. Let me show you how it's done. I'd like to see you try. Du weißt, dass er gewinnen wird wahrscheinlich. Okay. Alright, let's get started. Crow ist echt ziemlich gut. Oh Mann. Und ich bin in dem Spiel ziemlich schlecht. On, das wissen wir alle. Ja. I'm up first. Gut. Leg ich doch mal direkt eine 4. Mhm. Take this. Fick dich. Das war nicht nett. ja, dann mindestens eine 4 muss ich ja spielen. Naja, dann. Jetzt könnte ich auch das verwenden, aber er hat bestimmt noch bessere Karten. Das heißt, ich heb's mir am besten noch auf. Ja. Take this. Ich wusste, dass es passieren würde tatsächlich. Ich ging zumindest davon aus. Gut, davon hatte er nichts mehr. Oh Gott, ich habe, glaube ich, echt keine Chance gerade. Ich habe nur diese beiden Möglichkeiten gerade. Und ich würde das lieber auf eine 7 eigentlich anwenden. Ich denke aber auch, dass er wahrscheinlich irgendwas nutzen wird, wenn ich meine eigene 7 lege. You fell for it. Das ist aber ganz okay, weil jetzt kann ich das tatsächlich auch eine 7 anwenden. Not bad. Wenn auch anders, als ich es erwartet hätte. Fick dich. Ich glaube, ich habe verloren. Take this. Oder? Ja, ich habe verloren natürlich. You're gonna have to do better than that. Ich kann das Spiel nicht. Es tut mir so leid. Ja, looks like one of us needs a little bit more practice. I thought I could beat you. Nein, das dachtest du nicht. But this next round's mine for sure. I'm terribly sorry to intrude on your fun. Ja, calm voice. Or Sharon? Good day to you both. Sharon, what are you doing here? So far so good, huh? Been racking up the wins? Everything is going quite well. Thank you again for appointing me to such an enjoyable position. Hold on, does this mean what I think it means? Sie ist der Blade Master? I suppose I have an introduction to make. You know me as Sharon Kruger, your dormitory watchful and loving caretaker. But for the duration of this festival, at Master Crow's behest, I am the Blade Master. Are you kidding me? Gut, warum nicht soll jetzt gegen sie spielen? Ich habe doch nicht mal gegen Crow gewonnen. Naja, mal sehen. So, why am I the one challenging her again? You're the one who appointed her, you play her. Why do you think I did that in the first place? I got her to try playing me the other day and she was crazy good. Oh, fuck, man. That's not to say you shouldn't give it a try. You probably won't win, but the only thing she'll hurt is your ego. Yeah, danke. Bear in mind that I have no intention of holding back against you. I wouldn't be much of a Blade Master if I did. Are you prepared, Masterine? Doesn't seem like I have much of a choice. Let's get started. Very well. Well, ich habe absolut keine Chance. Wenn sie besser ist als Crow, dann ja, super. Aber meine Karten sind, glaube ich, schon besser als beim letzten Mal. Ja, wesentlich. Mach das. Ja, fangen wir langsam an, würde ich sagen. Aha. Mhm. Ich habe 3 davon. Ha. Ja, nochmal setze ich es jetzt gerade nicht ein, würde ich sagen. Hab jetzt schon mal den Heilstab verschwendet. Das reicht ja. 5 Punkte Abstand nehme ich mal den Spiegel. Oh my, I should have been more careful. I'm using a bolt.
Irgendwie hatte ich noch nie einen Heilschirm, oder total selten jedenfalls. Warum haben die anderen das immer? Now then, how will you react to this? Ja, mit noch einer 5, aber das ist die letzte 5, die ich spielen darf. Also erstmal, jetzt Blitz. Vedus und Heilstab. Weg damit. Aber ich glaube, sie hat noch eine 7. Oder? War klar, war doch klar. Das ist aber Gleichstand, ne? Well then, we have to Fuck! Ich hab einfach gewonnen durch Glück! Oh, geil! Wir hatten einfach beide keine Karten mehr, aber mussten neu ziehen. Oh, wow. I won, ja! Yeah. Wow, das war mal ein reines Glücksspiel am Ende jetzt. I can hardly believe my eyes. Nice work, man. You played wonderfully. Allow me to give you a memento of your stunning victory today. Relief card, was kann ich damit machen? Thank you very much. No, if you get a blade both would turn out this popular. Looks like all that work I put in spreading the word has really paid off. Every time I turn around I see another attraction you played a part in. There really are a lot of people at this academy who rely on you. Myself included, I wouldn't be having nearly as much fun if Master Crow hadn't offered me this role. Haha, come on now, you guys. You're gonna make me blush. Besides, not like I'm doing this out of the kindness of my heart. I'm making money hand over... You didn't hear that. Ach, ich weiß doch, Crow. Let me guess, you're making money off some sort of blade gambling racket. I should have known. Might as well start running before I tell Toa. Whoa, let's not be too hasty here. I can give you a cut off of the profits. You've gotta be kidding. These two make for a wonderful combination. Ja, er ist ein Idiot. Aber Rin ist auch ein Idiot, auf einer anderen Ebene zumindest. Er hätte Geld verdienen können, wenn er einfach Ja gesagt hätte. No, that was a match. Appreciate the invite. Catch you later. Yeah, see you later. Wundervoll. I've got one ticket left. Ich weiß. Das werden wir auch sinnvoll verwenden. Hoffe ich. Ich weiß halt nicht, was es noch gibt. Ich will jetzt mal gerne gucken, ob das irgendwas macht, was ich gerade bekommen habe, oder ob das einfach nur so ein Item ist. Einfach nur irgendwas. Proof that its owner has defeated the Blade Master at Gate of Avalon. Has a relief on its surface. Okay, es macht anscheinend gar nichts. Aber es existiert. Ich würde jetzt gerne mal herausfinden, ob es noch irgendwas anderes gibt. Okay, ich bin jetzt eine ganze Weile im Kreis gelaufen und habe nichts weiteres gefunden. Das heißt, ich würde jetzt sagen, wir machen einfach nochmal das Pferderennen mit jemand anderem, denn das haben wir als einziges nicht geschafft von den Minispielen. Und ich hätte gerne eine Belohnung. Ja, ich weiß, was wir machen können. Ich hoffe wirklich, ich habe nichts übersehen. Wenn doch, dann tut es mir sehr leid, aber ich habe echt nichts Sechstes gefunden. Also nehmen wir diesmal doch einfach Vieh mit. Haha, well, let us begin. It should probably be you. Ah, okay. I don't know if I could ride a horse. A military beast, maybe, but not a horse. I see, I guess I'll give it a try. But if I do, I expect to see you supporting me from the sidelines. Got it, I can probably take out most of the obstacles from here. Nein, das wäre eigentlich ganz gut. Ich renne da sonst mal gegen. No, I mean, can you cheer me on like a normal person would? If you will, please make your way over to the starting line. Ja. Diesmal verkacke ich nicht. Hoffe ich. Okay, hier kann ich schon mal sprinten ohne Probleme. Aha. Da einmal um die Ecke. Einmal drumherum, die Flagge noch einsammeln. Eigentlich ist das echt nicht schwer. Sage ich und renne gegen ein Hindernis. Oh Gott. Die Flagge nehme ich auch noch mit. Und da renne ich nicht gegen. Aha. Schneller. Gut, wir haben jetzt noch die Hälfte der Zeit. Das ist nicht so schwer. Sage ich und renne schon wieder gegen was gegen. Ja, Leute, ne? Das ist nicht so. Fuck. Ich sollte nicht sagen, das ist nicht so schwer. Denn immer wenn ich es sage, renne ich gegen was gegen. Bravo!
Splendid, simply splendid. You managed to beat the target time. You have put it off somehow. Nice job. What a marvelous performance. Only one whose mind has become one with a set of their horses could manage such a feat. It is my honor to present you with this prize for your valiant efforts. Thank you. Now that you've galloped around the course, you may wish to make your way to the trial corner to unwind. Ach ja, ich erinnere mich. Ja, ja. Also, riding seems alright. Thanks for the invite. See you. Sure, see you around. Das Event kam mir echt kürzer vor als das mit Sarah, vor allem das Ende jetzt. Naja, okay, unser Bond war ja schon maximiert, hab ich ganz vergessen. Ist ja auch egal. The first day of the Academy Festival is nearly over. Ach ja, das war's dann damit. Ich hatte Spaß, okay? Ich habe gerne Spaß. Das war schön. Thank you for coming today, everyone. I hope you'll join us for our second day of festivities. Definitiv, definitiv. And for all of you prepping tonight for tomorrow's attractions, good luck. And try not to overexert yourselves. So, that's day one over already. That went by really quickly. I should go meet up with everyone. Morgen werden wir nicht ganz viel Spaß haben können, aber ein bisschen Spaß. Und morgen ist unser großer Auftritt natürlich. Oh Mann, naja. Wird trotzdem unterhaltsam werden, hoffe ich. Zumindest bis dann irgendwas passiert. Es wird irgendwas passieren, das ist klar. Aber vorher werden wir noch Spaß haben. Und was auch immer passieren wird, es wird definitiv nach unserem Auftritt sein, weil das wäre irgendwie dumm, wenn wir jetzt keinen Auftritt mehr hätten. Ah, that was so much fun. I wish we could have a festival every week. That might make things a bit too lively around here. But it'd be better than classes and homework. Personally, I was surprised by the variety of different attractions. There was so much to take in. Yeah, the other classes have really put together some impressive events. We're going to have to make extra sure we measure up with our concert. Indeed, nothing less than our best will cut it tomorrow. The time has come to reveal it. Everything. Ja, was auch immer. Hm. Ja, Reen, ich glaube, du sollst deine Brust zeigen. What's wrong, Reen? You look startled. Nothing, I think. I could swear I heard someone calling me just now. Must have been my imagination. Huh? Oh, did you blow all those free tickets cuddling up with cuties in the Stellar Garden? Ja. Unter anderem. Maybe one of them's all smitten chasing after you like, Reen, baby, here's my number, call me anytime, day or night. Nein, ich habe das mit Sarah verbracht. Und da läuft natürlich nichts. Also zumindest von ihrer Seite aus nicht. Yeah, I don't think that it was that. Anyway, what do you think about one last meeting after dinner tonight? I'd like to discuss the details of our third song a little more. Sounds sensible enough to me. Okay, let's roll. Habe ich gerade irgendwas weggeskippt? Sorry. Ich bin verwirrt. Egal. Aber Emma schreibt schon wieder Punkt, Punkt, Punkt. Ja, sie schreibt Punkt, 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 genau. Das heißt, sie weiß irgendwas. Natürlich weiß sie Bescheid. Die Zeit für Reen ist gekommen. Und es hat irgendwas mit dem alten Schulhaus zu tun. Gibt es jetzt also eine neue Etage? Die finale Etage? Die Zeit vergeht etwas schnell, muss ich sagen. Aber vielleicht kommt mir das so vor. Ha. Das alte Schulhaus leuchtet irgendwie. Erinnert mich ein bisschen an das Schloss. Ha. Das ist interessant. Und da ist wieder dieser Vogel. Der anscheinend irgendwie mit Misty / Vita zusammenhängt. Vielleicht. Würde mich nach dem letzten Treffen mit ihr jedenfalls nicht überraschen. Ich kann ja jetzt speichern, das heißt, ich beende am besten mal an dieser Stelle den Part, dann wird es halt ein extra langer Festival-Part und wer das nicht sehen will, überspringt es halt. Ist ja eh alles quasi optional gewesen. Falls ihr es geguckt habt, lasst aber auf jeden Fall einen Kommentar da und dann bis zum nächsten Mal, wo es denn jetzt anscheinend doch schon weitergeht. Wahrscheinlich mit dem alten Schulhaus? Fragezeichen? Ich könnte es mir vorstellen. Bis dahin. Ciao.